Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich heute auf die Begegnung zweier Politiker, die dafür bekannt sind, scharfsinnig, gern auch mal scharfzüngig die aktuellen Probleme in unserem Land zu analysieren. Der eine führte die Bundesrepublik bis vor einem Jahr als Finanzminister durch die dramatischen Tage der Finanzkrise. Und jetzt meldet er sich zurück mit deutlichen Worten zur politischen Lage. Herzlich willkommen, Per Steinbrück. Guten Abend, Herr Beckmann. Und neben ihm sitzt ein Mann, der schon als Bürgerrechtler in der DDR für demokratische Werte kämpfte. In diesem Sommer feierte er eine Art Comeback als Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten. Herzlich willkommen, Joachim Gauck. Hallo. Herr Steinbrück, Sie haben sich rar gemacht seit der Bundestagswahl. Wollten Sie mal sehen, wie es ohne Sie so läuft? So? Nee, ich habe gearbeitet. So ein Buch zu schreiben ist sehr viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Und Sie haben jedes Wort auch noch selbst geschrieben. Das ist bei Politikerbüchern nicht selbstverständlich. Deshalb, es klingt so banal, aber es ist nicht ganz unwichtig. Viele benutzen einen Ghostwriter, wie es so schön heißt. Das war in diesem Fall nicht so. Herr Gauck, haben Sie Per Steinbrück vermisst? Ja, ich habe ihn vermisst. Viele Deutsche haben ihn vermisst. Wir haben gedacht, ja, der wäre eigentlich ganz gut jetzt, ne? Ja. Ist das die erste Begegnung hier zwischen Ihnen beiden? Nee, wir haben uns in der SPD-Bundestagsfraktion, glaube ich, das erste Mal erlebt. Aber wir hatten vorher nie ein privates Tät-à-tät. Nee, ja. Herr Steinbrück, Ihr Buch stand anfänglich nicht unter einem guten Stern. Ihnen ist der Computer abgestürzt. Das ist eine private Erfahrung gewesen. Ich habe zu Weihnachten eine Sprachsoftware geschenkt bekommen, die ich technisch bis heute nicht verstehe. Sie sprechen in ein Mikrofon und der Computer schreibt. Wie das funktioniert, fragen Sie mich nicht. Und dann habe ich das alles gesprochen, nachdem ich den halben Stechlin vorgelesen habe von Fontane, damit diese Software an meine Tonalität, diese südbayerischen Akzentsetzungen gewohnt ist. Und dann drückte ich auf irgendeinen Knopf und der ganze Text war weg. Ja, Sie sind Fontane-Leser. Nein, der Computer erwartete von mir, dass ich Stechlin nochmal neu lese. Gut, gut. Sie wissen doch, bei Fontane, das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld. Ich glaube, was war es? Effi Briest, ne? Beim Computer gilt ja noch ein bisschen mehr als in der Politik. Ja, immer alles gut absichern. Wer hat Ihnen denn am Ende da geholfen? Das war mein Sohn, der größte Computerexperte ist. Und er lächelte mich zum Schluss an und sagte, gut, dass dir das beim ersten Kapitel passiert ist. Werden Sie das Buch lesen, Herr Gauck? Heute wird ja über Bücher geurteilt, die man nicht unbedingt gelesen hat. Ja, das werde ich sicher lesen, wegen meiner Erwartungen, die ich an Herrn Steinbrück habe. Wir befinden uns heute so fast auf den Tag genau 2 Jahre nach der Lehman-Pleite, nach dem Ausbruch der Finanzkrise. Wir wollen uns mal kurz erinnern. Der 15. September 2008. Die Lehman-Bank geht pleite. Panik an den Märkten. Bürger in Angst um ihr Geld. Die Finanzkrise hält die Welt in Atem. Mittendrin im großen Spiel um alles, Krisenfinanzminister Steinbrück. Das System wankt. Steinbrück beschwichtigt. Die USA, meine Damen und Herren, und darauf lege ich gesteigerten Wert, sind der Ursprung der Krise und sie sind der Schwerpunkt der Krise. Es ist nicht Europa und es ist nicht die Bundesrepublik Deutschland. Und der Finanzminister garantiert, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Der Staat pumpt Milliarden ins System, verhindert weitere Bankenpleiten. Teure Konjunkturprogramme stützen die Wirtschaft. Die Strategie geht auf. Deutschland wieder im Aufschwung. Oder holt uns die Krise doch wieder ein? Ja, Herr Steinbrück, sitzen wir nach wie vor auf dem Pulverfass? Nicht auf dem Pulverfass, aber ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die beschwichtigen. Ich würde sagen, wir sind im 4. Jahr der Krise. Wir haben vielleicht das Gröbste überstanden, aber wir schleppen nach wie vor viele Risiken mit uns herum. Und einige Ursachen sind noch nicht beseitigt. Welche zum Beispiel? Nee, es gibt weltweite Ungleichgewichte nach wie vor. Es gibt zunehmend in Europa Ungleichgewichte, wie wir bei der Eurokrise festgestellt haben. Die Banken schleppen vielleicht nur eine Reihe fauler Kredite auf ihren Bilanzen, nicht mehr aufgrund der amerikanischen Hypothekenkrise, sondern aufgrund der Konjunkturentwicklung. Und manche der Banken sind vielleicht auch unterkapitalisiert. Das heißt, die Krise könnte sich wiederholen? Sie wird sich nie genauso wiederholen, wie sie vor 2 oder 2,5, 3 Jahren in Gang gesetzt ist. Aber die Möglichkeit, dass wir nochmal an einen Abgrund herankommen, halte ich nicht für ausgeschlossen, solange ein wichtiges Prinzip nicht realisiert ist, nämlich dass jedes Finanzmarktprodukt, jeder Finanzmarktteilnehmer und jeder einzelne Finanzmarkt einer Aufsicht und einer Regulierung unterworfen ist. Wie soll die Regulierung aussehen?
Das erstreckt sich auf mehrere Faktoren. Es sind Eigenkapitalanforderungen, die die Risikoignoranz der Banker eindämmen sollen. Das ist eine bessere internationale Aufsicht. Das ist das Verbot von Leerverkäufen. Die Notwendigkeit, dass alles auf einer Bilanz oder auf einer transparenten Handelsplattform erscheinen muss. Es sind an die 8 oder 9 Faktoren. Das heißt, das Verhalten der Banker hat sich nicht verändert aus Ihrer Sicht? Bei einigen schon, bei anderen habe ich den Eindruck, dass die Monopoly spielen, so wie wir die Ereigniskarte kennen, gehe zurück auf Los, hier keine 4.000. Wo machen Sie denn dann den Unterschied? Können Sie es näher beschreiben? Naja, inwieweit sind die bereit, inzwischen nicht mehr etwas außerhalb der Bilanz zu handeln? Inwieweit machen sie Risiken transparent? Inwieweit korrigieren sie ihre Risikoignoranz? Was mir da eben nochmal auffiel bei dem Ausschnitt, der 5. Oktober, diese Garantie für Spareinlagen für den Bürger, als Sie zusammen mit Angela Merkel vor die Kamera getreten sind, was hätte es gegeben, wenn dieses Versprechen hätte eingelöst werden müssen? Dann hätte der Staat zahlen müssen. Nichts wäre von einer größeren Vertrauenskrise so erfasst worden wie ein leeres Versprechen. Ja, aber hätte das gekonnt, der Staat? Der hätte sich dafür verschulden müssen. Aber Sie können nicht vor die Kameras gehen und sagen, eure Spareinlagen sind sicher und anschließend sagen Sie April, April. Das heißt, es war ja nicht abgesichert. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber notwendig. Mhm. Nichts stand mir mehr vor Augen, wie ein Bild, das eben erschien, Schlangen vor einer deutschen Bankfiliale. Mhm. Und zwar, weil Deutschland anders reagiert vor dem Hintergrund der traumatischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts, wo viele Menschen ihr Vermögen verloren haben. Ja. Wie hat das Herr Gauck damals auf Sie gewirkt, als Angela Merkel und Peer Steinbrück vor die Kamera trafen? Ich habe genau das erwartet. Und das Wunderbare war, dass hier eine besonnene und entschlossene Politik, manchmal ist Politik ja entschlossen, auf eine besonnene Bevölkerung gestoßen ist. Und wir Deutschen neigen manchmal in unseren öffentlichen Debatten zu einer gewissen Hysterie. Und das kann sehr unangenehm werden. Mhm. Und hier haben wir auch den Hut ziehen können vor unserer eigenen Bevölkerung. Die hat ruhig durchgeatmet und hat geglaubt, dass hier mal eine Aussage gemacht ist, die gedeckt ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Die wird uns noch Jahre und Jahrzehnte im Bewusstsein bleiben. Hier hat eine Bevölkerung deshalb hat eine Bevölkerung Vertrauen entwickelt, weil sie es konnte. Und dieses Element, darüber werden wir sicher heute noch sprechen, ist mit dem Vertrauen, das aus der Bevölkerung zu erwarten ist. Das kann man befördern und beschädigen. Ja. Es gibt so eine Vertrauensfrage jetzt gerade bei der Hypo Real Estate. Das ist ein ganz gutes Beispiel, was Sie da gerade nennen. 100 Milliarden für die Rettung in die Hand genommen. Neuer Bedarf ist da, 40 Milliarden dazu. Jetzt hört man ein paar Tage später, 25 Millionen Boni an 1.400 Mitarbeiter. Können Sie nachvollziehen, dass die Menschen das nicht verstehen draußen? Das kann ich nachvollziehen, aber Sie sind da in einer sehr schwierigen Lage. Sie brauchen gutes Personal, um diese Bank über Wasser zu halten, um ihr mehr Wind wieder unter die Flügel zu bringen. Und daher brauchen Sie auch gewisse Belohnungsmechanismen. Ich für meinen Teil habe damals bei der Verstaatlichung dieser Hypo Real Estate gesagt, dass sowohl die Einkommen, also die Verdienste der Banker gekappt werden müssen bei 500.000 Euro und solche Entwicklungen nicht einsetzen. Warum man sich jetzt anders entschieden hat, kann ich nicht beurteilen. Verstehen Sie das Geschick, das unmittelbar wenige Tage nach der Ankündigung eines weiteren Kredits von 40 Milliarden zu veröffentlichen? Moment, es ist kein Kredit und es ist auch kein Kapitalzuschuss. Es ist eine Garantie für den Fall, dass was passiert. Mhm. Und die dient jedenfalls teilweise einer vernünftigen Operation. Deshalb bin ich vorsichtig, einfach nur daran rumzukritisieren oder so als Kritikaster aufzutreten. Die wollen ihre Bilanz gerne bereinigen. Und das bedeutet, dass sie eine Abwicklungsanstalt gründen, auf die sie problematische Aktive verlagern. Und das, was der Bund macht, dient der Absicherung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das ist eigentlich ganz vernünftig. Mhm. Aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Boni, ist der glücklich? Das kann die ganze Kommunikation kaputt machen, weil die Leute sich fragen, bedienen die sich selber? Ja. Wie hat das auf Sie gewirkt, Herr Gauck? Ja, merkwürdig. Ich weiß allerdings nicht, ob die nicht einen Rechtsanspruch auf diese Finanzmittel haben. Und dann sieht das alles anders aus. Ja. Aber es ist eben einfach nur peinlich, wenn man es liest. Ja? Der ehemalige Forscher Wiehardt hat ja gesagt, man braucht gutes Personal. Und das muss natürlich hier und da auch bonifiziert werden, um diese Bank wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Der Begriff Gier taucht immer auf. Oder Sie sprechen gar von Parallelgesellschaft in der Finanzwelt. Wie sieht die aus? Ein Begriff, den Sie schon vor Monaten immer wieder reingebracht haben. Eine sehr abgehobene Schicht, die erkennbar auf öffentliche Leistungen nicht mehr angewiesen ist, weil sie sich Bildung und Infrastruktur persönlich kaufen kann. Wie ich glaube, mit vielen gesellschaftlichen Entwicklungen wenig Berührung hat, kein Gefühl dafür hat, dass es Fliehkräfte in dieser Gesellschaft gibt, dass man soziale Bündnisse nach unten auch anstreben muss, um Verlierer zu integrieren.
und die erkennbar auch materiell in Sphären leben, die von den Vorstellungen des Durchschnittsbürgers weit entfernt sind. Mit einem erstaunlichen Unverständnis gegenüber parlamentarischen und demokratischen Verfahren und Gepflogenheiten. Sie sprechen das mit so einer Grundsätzlichkeit aus, dass es irgendwie fast ein genereller Eindruck ist. Sind die alle so? Nein. Wenn man zuspitzt, dann ist das immer die Gefahr, dass man eine Kollektivverhaftung macht, wie die Politiker, die Banker und dergleichen. Das ist nicht beabsichtigt. Ich habe sehr viele Banker erlebt, die auch in dieser Krise sich höchst verantwortungsbewusst aufgestellt haben und die mit ihrem Sachverstand behilflich waren, diese Krise einigermaßen in den Griff zu kriegen. Dann sind andere dabei, die aufgrund dieser Finanzkrise tatsächlich ihr Verhalten nicht geändert haben. Der Begriff Gier, ist das etwas, was im Menschen einfach drin ist? Ich spreche Sie an als Theologe. Das kommt in der Tat schon in der Bibel vor. Und die Christenmenschen haben sich, seit es Christen gibt, über Sünden Gedanken gemacht. Und Gier ist deshalb so gefährlich, weil sie Menschen total besetzen kann. Nicht, dass es auch zu uns gehört, dass wir auch mal gierig sein können. Das gehört dazu. Das gehört zu unserem Strickmuster. Aber diese negativen Strebungen, die uns total beherrschen können, sie sind das, was die katholische Kirche als Todsünde bezeichnet. Nur darf man auch nicht so tun, als wäre das Problem bereinigt, wenn also 17.000 gierige Banker in die Wüste geschickt würden. Mhm. Denn die Gier der Massen treibt die Gier der wenigen. Mhm. Und das darf man bei diesem Ganzen nie vergessen. Also wenn ich meine 200.000 Euro zusammenraffe, also ich habe so eine Dame gesehen, die war bei der Postbank, dort hatte sie ihre Lebensersparnisse hingebracht. Und dann ging sie zu Lehman Brothers, weil jemand hatte ihr gesagt, da kannst du richtig schön Kasse machen. Ja, und dann hat sie in die Fernsehkamera geguckt und uns angeschaut. Jetzt sollten wir alle Mitleid haben. Also mein Mitleid war begrenzt, das muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich der alten Dame nicht gönne, dass sie ihr Geld verliert. Aber wenn wir spielen, können wir auch verlieren. Und das heißt, wenn ich mich an die Börse begebe oder in dieses Geschäft, bin ich Teil des Spiels. Und das erscheint mir oft, also da ist mir die Lösung zu leicht. Schafft die Gier der Oberen ab und dann hat sich alles befriedet. Gut, gut. Was das Spielerische betrifft, haben Sie sich denn auch verführt gesehen, ein bisschen mitzuspielen? Nee, also, ich bin gar nicht da, das Gefühl, ich muss mal ein bisschen Geld anlegen. Nee, ich bin, also was Geld betrifft, bin ich, also möchte ich wieder Berater sein. Ich wäre also der ideale Kunde für Leute, die mir Teppiche verkaufen. Beim Teppichverkäufer kann man handeln. Ja. Ja? Wer beim Teppichverkäufer nicht handelt, ist fehl am Platze. Das ist irgendwie so mit inbegriffen. Ja, das muss man aber auch lernen. Wissen Sie, und ich kam, ich habe ja nichts gegen Freiheit, aber Freiheit muss man auch einüben. Und bei diesem Geschäft zum Beispiel hatte ich es, bei der politischen Meinung hatte ich schon eingeübt, aber beim Handeln nicht. Das fand ich unhöflich. Also ich finde das unhöflich, wenn der Mann so einen schönen Teppich hat, dass ich jetzt meine Ansprüche dagegen setze. Und mühsam, ich brauchte 10 Jahre, um das zu begreifen, dass es nicht unhöflich ist, wenn man ihm nur die Hälfte bietet, sondern dass er das geradezu erwartet. Aber das war schwer. Das muss man als Norddeutsche erstmal lernen. Das kommt noch hinzu. Wenn ich nur Kölner gewesen wäre, wäre das vielleicht anders gewesen. Nein, eine kleine Reise nach Marrakesch hilft da sofort. Ach so. Ja. Herr Steinbrück wird sprechen. Auf dem SPD-Parteitag, von Gabriel Höchst persönlich eingeladen. Sonntag ist Bundesparteitag. Gehen Sie dahin? Ja. Nehmen Sie ein paar Bücher mit, machen Sie Autogrammstunde, machen Sie einen Bücherstand auf? Nein. Der Sigmar Gabriel hat mich gebeten, zu Wirtschaft und Finanzen dort zu sprechen. Und das tue ich auch gerne. Ich finde den Hinweis von Herrn Gauck ganz wichtig, dass Gier auch bei Kunden, bei Anlegern einsetzt. Und die wechseln eine Bank für 2% mehr Rendite und wundern sich anschließend, wenn sie es verspielt haben. Hm. Alles richtig. So, dann gehen wir mal rein ins Buch. Die SPD neigt zur Verspätung. Ihr werden programmatische und instrumentelle Anpassungen häufig von neuen Realitäten abgetrotzt. Das ist in diesem dicken Kapitel, Seite 443, über die SPD. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit der SPD in Stuttgart? Baden-Württemberg, da plädiert die SPD für einen Volksentscheid bei Stuttgart 21. Das hat mit dem Beispiel der, wie ich es nenne, strukturellen Verspätung nichts zu tun. Sondern? Das Thema Rente mit 67 könnte so ein Thema sein, wo ich anderer Auffassung bin als die Mehrheit meiner Partei, weil ich glaube, der demografische Druck wirkt. Der Hinweis von Gabriel ist richtig, wenn es keine Jobs gibt für die Älteren, dann ist das eine Rentenkürzung. Aber meine Antwort wäre, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass es Jobs gibt und nicht etwas aussetzen, wo wir genau wissen, dass der Druck eines Tages uns doch zwingt, den Menschen zu sagen, so geht das nicht weiter mit der Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme. Warum reagiert Ihre gute alte SPD immer so ein bisschen zu spät und dreht sich dann ganz gern? Weil man sich zu Hause fühlt in einem parteiverträglichen Kodex, den man sich auch selber immer wieder selbst bestimmt, weil man ungern scharfe Konflikte eingeht, weil man den Menschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht sagen will, du musst dich anpassen und es wird unangenehmer.
Das ist in einer auch Binnenfixierung nicht ganz unwichtig für einige zu sagen, ich versuche mit der Hauptströmung der Partei zu sein und nicht gegen den Strich zu bürsten. Werden Sie der SPD am Wochenende die Leviten lesen?